Höchste Konzentration, die Ruhe selbst. Wenn man Henning Lübkemann beobachtet, wird schnell klar, hier ist einer am Start, der starke Nerven hat. Und die sind beim Bogensport auch das A und O. Was aber ist sein persönliches Geheimnis? Wie schafft man es, unter solch einer Anspannung ruhig zu bleiben? Ich habe zwei Punkte. Einmal meine Bogenhand und einmal meine Zughand. Das sind für mich die beiden wichtigsten Säulen in meinem gesamten Schießablauf. Und wenn ich also ausgezogen habe und anfange zu zielen, denke ich eigentlich nur noch darüber nach, immer zu drücken, ein bisschen hinten den Zug zu halten. Und der Rest ist von meinem Fokus eigentlich auf dem Zielen. In Florenwinzeln trat Henning Lübkemann zum internationalen Bogenturnier an, sicherte sich mit 580 Ringen souverän den ersten Platz in seiner Klasse mit dem Compoundbogen. Das ist jetzt ein Compoundbogen. Im Vergleich oder im Gegensatz zum Recurvebogen sind hier keine geschwungenen Wurfarme, sondern der hat sogenannte Umlenkrollen mit einer Sehne und einem Kabelsystem. Und durch das Verspannen der Rollen wird im Prinzip diese Kraft des Bogens erzeugt und die Spannung gespeichert. Und eine weitere Besonderheit dieses Bogens ist hier dieses Loop. Das ist eine Schleife, in die eine Lösehilfe eingehängt wird, die dann quasi den Schuss löst. Dieser Bogen wird nicht aus der Hand geschossen im Vergleich zu den Recurve-Bögen, wo der Schütze quasi die Kraft der Sehne auf dem Finger hält. Das ist hier nicht möglich. Würde man das mit den Fingern machen, würde es vielleicht 4-5 Mal gehen und dann hätte man keine Haut mehr auf den Fingern. Eine amtierende deutsche Meisterin in der Halle und im Freien trat mit dem Blankbogen an. Simone Kramer aus Großbettlingen sicherte sich in ihrer Bogenklasse mit 511 Ringen den ersten Platz. Für die insgesamt 144 Teilnehmer bot das Turnier in Florenwinzeln wieder eine gute Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre auf die nun anstehenden Kreis- und Bezirksmeisterschaften vorzubereiten.